19 Sekunden. Es gibt nur noch ein paar Dinge, die ich dir jetzt noch beibringen muss. Der Kerl, den du umbringen wirst, ist dieser hier. Kiko! Deine Belohnung wird dein neues Leben sein. Wenn der Anschlag gelingt, erhältst du von mir einen neuen Pass, um frei in diesem Land zu leben. Wenn du versagst, bedeutet es deinen Tod. Ich sollte jetzt den Plan erklären. Es ist eine Atommüllbeseitigungsanlage. Darin gibt es einen Ort, den sie den Raum nennen. Dort vergewaltigen und fressen die verrückten Leichen. Deine Zielperson ist eine von diesen Verrückten. Wenn der Zeitpunkt für den Besuch des Zieles klar ist, werde ich durch meinen Kontakt informiert. Wenn es soweit ist, wirst du in den Zustand eines scheinbaren Todes versetzt und dann dorthin geliefert. Sobald du aufwachst, tötest du jeden in diesem Raum. Mann oder Frau, jung oder alt und egal, was du tust. Versage nicht. Und töte deine Zielperson, denn wenn das nicht geschieht, wenn du versagst, werde ich dich töten. Ich weiß leider nicht sehr viel über diesen Ort. Aber eine Sache weiß ich mit Sicherheit. Er ist der Verwalter und kümmert sich darum. Er ist in jedem Fall da drin. Ich weiß nicht, wie viele für ihn arbeiten, wie viele bewaffnet oder womit sie bewaffnet sind. Darüber habe ich keine Information. Dieser Ort scheint völlig sicher zu sein. Aber ich habe einen toten Winkel gefunden. Die Durchsuchung der Leichen, die dorthin geliefert werden, macht der Leichenlieferant. Das heißt, wenn dieser bestechlich ist, kann man eine Waffe in einer Leiche verstecken und sie da reinbekommen. In Einzelteilen und wasserdicht verpackt sollte das gehen. Es ist mir gelungen, den Lieferanten auf meine Seite zu ziehen. Ich werde dich operieren und eine Waffe in dir verstecken. Das ist die einzige Möglichkeit, eine Waffe in den Raum zu bekommen. Wenn du wach bist, öffnest du die Naht, nimmst die Waffenteile heraus, baust alles zusammen und vollendest deine Mission. Du wirst nur ein Magazin haben. Es gibt also nur 13 Kugeln. 13 Kugeln, nicht mehr und nicht weniger. Also teile sie dir ein. Du hast 13 Kugeln, es zu erledigen. Die Wunden, die ich dir schneiden werde, um die Waffe zu verstecken, werden nicht schlimm sein. Solange die Blutungen stoppen und du eine Bluttransfusion erhältst, innerhalb von 22 Minuten. Gemessen an deinem Gewicht und deiner Größe dauert es 22 Minuten, bis du am Blutverlust stirbst. Verlasse den Raum, bevor diese Zeit abgelaufen ist. Wenn du draußen bist, sorge ich für deine Sicherheit. Die von mir angeheuerte Hilfe wird auf dich warten. Er ist mein bester Freund. Du kannst ihm vertrauen. Glaube mir. Er wird dieses Notfall-Bluttransfusionskit in seinem Auto haben. Nutze es, wenn du es brauchst. Ein Mann stirbt, wenn er ein Drittel seines Blutes verliert. Eine Frau allerdings kann einen Blutverlust von 2 Dritteln überleben.
Der liebe Gott hat die Frau dem Mann überlegen erschaffen. Nun, wirst du das tun? Wenn du überlebst, dann bist du frei.